So, meine Lieben. Tag 4. Nächste schöne Tour. Ich hoffe, dass der Kali-Fail von gestern nicht nochmal wiederholt wird. Aber zur Not haben wir ja noch einen TomTom. Mal eben hier hinterkommen. Tack. Hallo, hallo? Ja. So muss das, ey. Mesh ist doch echt was Feines, wa? Von einem App Store aus öffnen. Da musst du auf Öffnen drücken. Dann geht das. Ja. Echt jetzt? Wahrscheinlich. Dann mache ich heute mal das Schlusslicht. Ja, hast du. Ach, die sind auch schon unterwegs. Ja. Dafür, Sabine, würde ich dir den Rücken hauen. Jo! Jo! So. Ah, guck mal, noch ein paar Trauis. Ja, habe ich gesehen. Jo. War hier eigentlich 50? Gut, dann fahren wir 70. Guck mal hier, Kieswerk. Ah, aufgehoben. Ja, jetzt wird's schön. Gleich Spitzkehre. Jo. So, Spitzkehre. Weiß ich jetzt nicht. Wir fahren halt einfach ganz normal, wie wir immer fahren. Weil wir halt nicht zu schnell fahren. Wie andere. An dem Gewicht gerade oder was? Ach so. Okay. Nein. Jo. Ha. Hier sind wir absolut noch nicht entlang gefahren. Daran könnt ihr mich erinnern. Das stimmt. Und jetzt fahren wir hier mal hoch.
Ui, Kopfsteinpflaster. Jo. Ampel. Ja. Ach, schöne R1. Auf geht's! Absolut! Baustellenampel und dann lass knacken, wa? Ui! Das Schöne ist, jetzt hat man keinen Gegenverkehr. Jetzt kann man die Kurve einfach so nehmen, wie man will. Boah. Hab ich auch rein gedacht. Also hier solltest du Enduro fahren können eigentlich, wa? Das ist ja. Och, ja, Wiederkehre. Da steht nochmal eine Ampel angeschlagen. Hä? Ey, 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 ey. Ja, hier gibt's keinen Schatten. Wegen Umbau geschlossen. Lohnt nicht. Mach das. Ich hab mir jetzt hier einfach eingereiht. Ach, guck dir das mal an hier, ey, geil. Jo, jo, jo. Ah, genial. Euskirchen, Panzerfriedhof? Goll. Muss ich demnächst mal hinfahren. Okay. Der ist echt, der ist auch nicht schlecht. Boah. Schöne Straße. Echt schöne Straße. Und dann die so eine Lichtung. Absolut, ey. Nee. Die hat den verscheucht, weil sie so laut geschnarcht hat. Das hörte sich genauso an wie das...
Das hörte sich genauso an wie das Schnarchen meiner Mutter. Kommt drauf. Ey! Wahrscheinlich. Zwergenshop. Genau, das ist der Zwergenpark. Wasserfall sieht's hier aus, ich glaube, da muss er wandern. Mal schauen. Ich schon. Die Schwalbe ist geil aufgemacht worden. Die Schwalbe da, die blaue. Die sieht geil aus. Jo. Der ist weiter unten, okay. Dann fahren wir mal ein bisschen weiter runter. Jetzt ist 30, ne? Ja. Da ist der Wasserfall. Natürlich. Oh geil. Oh ist das schön. Bin gerade am Hügel. Ja, da vorne, da können wir drehen. Gescheit. Blinker rechts. Genau, dann gehen wir da mal hin. Nein. Aber kann man gut zum Drehen. Genau. Ja. Hinter dir. Jo. Auf geht's, ihr Stricher! Ja. Ich nehm meine Wertsachen mit und fertig. Beziehungsweise schließe den Tankrucksack im Topcase ein. Jo. Eieiei. Hier unten, Olli. Hier. Jo. Lass mal eben das Moped da durch. Gleich geht's richtig los und wir haben Auto vor uns. Ey, mein, warum? Karl! Ah, da war gerade eine Speedy gesehen. Auf jeden Fall Triumph.
kann die Speed Triple und Street Triple von vorne nicht unterscheiden. Kann ich nicht. Nö. Ja. Ich hab Drogennetz als Zielpunkt eingesetzt. Nochmal, weil Alex, du hast da irgendwie keinen Zielpunkt reingepackt am Ende. Auf jeden Fall, wenn ich das lade, ist da kein Zielpunkt drin. Ja. Genau. Ja, Doctor Who ist cool. Ich freue mich schon, wenn sie mal wieder eine Staffel synchronisieren auf Deutsch. Ich fand den ersten weiblichen Doktor fand ich gut in ihrer ersten Staffel. Oh, Doctor Who 2005er musst du von Anfang an durchziehen, ey. Das ist so geil alles. Durchziehen. Ich habe alles durchgezogen bis jetzt. Ah. Obwohl mein Lieblingsdoktor ist immer noch David Tennant. Dalek. Ja, ach, da kommen noch mehr mit weinenden Engeln. Boah. Ja, die kommen öfters vor. Genau. Intaminated. So, hier ist wieder ein Punkt. Ja. Hat er dich gefangen? Jo. Ja, ich habe jetzt einigermaßen wieder bis zum Ende. Ich habe jetzt 144 draufstehen. Ja. Ach, guckt euch das mal an, ey, geil. Ah. Natürlich. Da gibt es wieder eine Kurve, die geht komplett drumrum. Ey, sogar Applauskurve. Ach du Scheiße, ey. Eieiei. Ja. So eine Einmundung, das ist ja richtig ekelhaft, ey. Aus wie eine Distillerie. War eine Distille. Oder, ach so, Drechselei. Ja. Ich ja. Eben. Wegen dem wegen Combine-Bremssysteme.
ich auch. So viel ich weiß, eine V-Strom muss, hat kein Combined Bremssystem. Das haben, wenn dann, auch große Tourenmaschinen eher. Was? Okay. Wir können umdrehen. Oder willst du unbedingt die neuen Nachbarn kennenlernen? Oder vielleicht sind die doch rumgedüst hier und haben sich dann zum Campingplatz begeben. Haben wir doch auch einigermaßen gut geschafft. Ja gut, du dich, Alex. Ja. Und das mit vollem Gepäck. Das Mädel. Ja, finde ich auch echt armselig. Na, bleiben wir dahinter. Machen wir sie jetzt nicht nervöser, als sie schon ist, ne? Ja, da ist eine 500er. Da ist, ist ein A2-Bike, was die da fährt. Ja, eine CB500F. Ich schon. Die fährt noch nicht lange. Genau, wir geben Geleitschutz. Genau. Aber die fährt doch schon ganz gut. Die fährt ganz gut. Überschätzt sich nicht. Überschätzt sich nicht. Der Rest kommt wie von selbst. Ey, wunderbar macht die das. Ey, die macht das doch wunderbar. Hält die Linie gut. Mein Gott. Ist doch alles gut. Ja. Und bei der Abbiegung, wenn man die drauf ansprechen kann, sagen wir mal, fährst ganz gut, weiter so. Ja, wir werden jetzt schon locker dran vorbei, aber warum sollen wir jetzt dran vorbeifahren? Nur um die nervös zu machen? Nein. Eben. Ey, ey, ey. Ah, okay. Wieso? Vierschanzentournee ist doch auch in Winterberg. Das stimmt. Ist das hier eine Skihalle oder was? Scheint wohl so, ne? Zeppelin. Eindeutig, das sieht nach Skihalle aus. Ja. Ja. Habe ich schon mal im Sommer gemacht. Ja. Da war ich in Bottrop. Das war dann halt so, Kollege hatte große Fresse. Oh ja. Ja, wie gesagt, ein Arbeitskollege hatte große Fresse. Ja, Skifahren und so weiter, ne? So. Ja, alles klar. Hast du Bock? Ich sag, ja, erst große Fresse und dann jetzt den Schwanz einziehen oder was? Jo, abgerutscht.
Guck mal, auch eine Diva. Was? Weiß ich nicht. Ja. Was, habt ihr die beiden Jungs da gesehen? Jo. Ja, ich bin für so einen Spaß zu haben. Immer, ne? Oh, ist, ey, schön hier, oder? Olli? Ja. Ja, beide Kameras an. Na, du lädst ja auch immer. Ich könnte mir da was zurechtlöten, dann bin ich auch unabhängig von Akkus. Aber da habe ich keine Lust drauf. Yo. Schönheit gesund, wie es von alleine. Also wenn ich aus den NRW gucke, wie viele Motorradparkplätze es gibt, die kann ich an einer Hand abzählen. Gefühlt. Ja, dass explizit gezeigt wird, hör mal, hier das, hier ist nur für dein Motorrad. Das habe ich hier jetzt wesentlich öfters erlebt als bei uns. Finde ich sehr angenehm. Mag ich. So, geht geradeaus. Nee, da wo wir gleich fahren, achso, doch, stimmt. Die kommt mir bekannt vor, diese Eisenbahnstrecke, ne? Ja, stimmt. Ja. Rennsteigbahn, ja, Rennsteig hier. Jo, aber die Strecke ist trotzdem schön. Ich muss mal Stefan fragen, ob ich nächstes Jahr mit darf. Ebukto Herrentagstour. Ich habe ja eh Urlaub dann immer. So oder so, ich habe Urlaub. Weil mein Arbeitgeber an dem Freitag immer die Bude zumacht. Ja,
Ja. Das ist auch, weil der hat keine Lust, sich mit den ganzen Leuten dann auch, erstmal möchte er selbst frei haben. Herrentags, ihr Vatertag, er möchte selber frei haben. Dann hat er keine Lust, sich mit den ganzen Angestellten auseinanderzusetzen, weil jeder irgendwie frei haben möchte. Deswegen sagt er, meine Bude zu, fertig. Aber ich der hat einfach keinen Bock drauf auf die Diskussion dann. Ja. Macht der Bude zu, fertig, Thema erledigt. Aber wirklich. Aber wirklich. Genau. Ey, so kann man Pause machen, ne? So ein schönes Örtchen. Jo. Hast du gut gesehen, Olli? Hast du gut gesehen? Zack. So, noch die letzten 55 Kilometer. Ja, die schaffen wir auch noch. Die sitzen wir jetzt so auf einer Arschbacke ab, ne? Brauchst du ein bisschen Antibrumm oder was? Ich überleg mir das. Mein Gott, bei dem Verbrauch, das sind von der hier bei normaler Tourengeschwindigkeit sind ja fast 5,5 Liter auf 100 Kilometer bei der hier. Ist ja echt top, ey. Oh, ich liebe solche Tunnel. Ich liebe solche Tunnel. Lass mich doch! Okay. Jojo. It's me, Mario! Here we go! Okay. Was ist? Okay, haha. Jo, ich fahr direkt durch bis zum bis unserem Stellplatz. Ah. Okay. Ein Zug kommt! Jo!
Oh, da sind doch ein paar mehr jetzt gekommen, aber nur hier Wohnwagen. Ganz Menge Wohnwagen. Ja, ja, ich bin gleich schon da. Unsere anderen Nachbarn sind am Grillen. Mm.